Dreistigkeit siegt, heißt es. So scheinbar auch hier. Ein Waffengeschäft in Houston, Texas, wird am Dienstag um 4.30 Uhr morgens Schauplatz eines brachial rasanten Einbruchs. Nur 3 Minuten brauchen die 10 Männer in Hoodies und Sportbekleidung, um die Tür aufzubrechen und 50 Schusswaffen einzusammeln. 5 Überwachungskameras zeichnen das Geschehen auf, dann verschwinden die Männer wieder. Das scheint zunächst dem perfekten Verbrechen unter Videoüberwachung nahezukommen. Allerdings, lokalen US-Medienberichten zufolge, sind einige Verdächtige inzwischen verhaftet worden. Auch ein Teil der Waffen ist demnach wieder aufgetaucht. Dreistigkeit siegt, heißt es. In diesem Fall aber zumindest für einige Beteiligte nicht.